Wii Sports Resort! Mann, dieses Game ist echt ein Prachtgame. Nachdem wir es das letzte Mal geschafft haben, Schwertkampf endlich abzuschließen und das sogar relativ einfach ging... Oh mein Gott, war das stressig zum Ende hin. Aber wir haben es bewältigt. Samurai! Wollte ich mich an eine weitere Wuhu Island Challenge wagen. Tischtennis! Und natürlich ist die Challenge nicht nur Pro werden, das heißt 1000 Skillpunkte bekommen. Nein, das wäre ja zu einfach. Stop the cap! Heute geht es darum, den Champion Lucia zu schlagen. Dafür bedarf es 1500 Skillpunkte. Und eigentlich dachte ich ja, dass es machbar wäre, aber mir wurde gesagt, dass Lucia der schwerste Nintendo-Boss überhaupt sein soll. Ja, überhaupt. Ob das wirklich so ist, ob ich diese Challenge brechen würde oder nicht und ob das vielleicht die erste Challenge ist, die ich nicht schaffe, finden wir jetzt heraus. Alles, was ich will, ist auf Wuhu Islands leben. Ich schwöre. Wenn ich sterbe, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube daran, auf Wuhu Island wiederbelebt zu werden. Cole? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich habe die Cole-Brille an und dann kommt Cole. Cole! Oh. Ah, perfekt. So, jetzt aber. 6,5 Stunden später. Jetzt komm her. Komm her, Cole. Und badaboom! Ich bin der einzig Wahre mit der wahren Cole-Brille. Vor allem, das ist voll cool. Jetzt steht da so ein random Girl rum und beobachtet uns. Aber am Ende wird so die ganze Welt da stehen. Das wird voll geil. Ich habe das früher auch immer gegen meinen Vater gespielt. Und als ich noch jünger war, hatte mein Vater auch noch eine Chance gegen mich. Aber jetzt. Oh, hört mal. Oh Gott! Ha! Ja, wir werden sowas von 6-0 besiegen. Jetzt werde ich wahrscheinlich verlieren. Das ist so dumm, nein! Ich glaube, meine Wii-Fernbedienung ist ein bisschen Fritte, Alter. Einmal neue Batterien holen, Spetter. Ich bin der gestiefelte Cutter. Yeah! Guck mal, es klappt direkt viel besser. Tot. Cole ist aber auch ein bisschen schlecht. Holy shit, 100 Punkte? Boah, ich glaube, das wird schnell gehen. Gabi! Nix gegen Gabi, aber was ist das für ein Mund, Digga? Einmal eine Salamischeibe als Mund. Meine Mom steht auf dich. Schreib mal ihre Nummer in den Chat. Okay, Lady Gaga. Boom! Jetzt gibt's ein bisschen GG, Gugu, Gaga. Oh Gott. Ey, ohne Witz, ich dachte gerade eben, das Spiel hat voll die schlechte Grafik. Aber das lag einfach nur daran, dass ich diese Brille getragen habe. Digga, bitte sag nicht, dass das jetzt die echte Nummer von deiner Mom ist. Bitte sag nicht, du hast gerade die Nummer von deiner Mom im Chat geleakt. Wenn du das gemacht hast, bist du echt ein Vollidiot, Digga. Jesus Christ, aber Gabi ist schon besser. Man muss sich hier schon auf jeden Fall... Boah, knapp. Mehr konzentrieren als bei Ryan? Nee, es war gar nicht Ryan. Ja! Und jetzt stirbt sie. Putz! Easy! Und ab in den Pool damit! Yeah! 50 Punkte nach oben. Midori! Midori! Alter, das ist einfach weibliche Version von Midoriya aus My Hero Academia. Mit braunen Haaren und einem anderen Gesicht. Eigentlich ist nur der Name ähnlich. Alter, guckt euch den Homie rechts an. Homie rechts, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß, dass du ein Held sein willst, aber nicht heute. Nicht heute! Oh Gott. Oh Gott! Easy! Midoriya hat richtig auf die Seite geschlagen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Habt ihr gesehen, Junge? Sie ist voll asozial. Sie spielt übertrieben asozial. Ich dachte, du bist ein Held! Auch Midoriya, du... Ich bleibe weiter, wenn es vorbei ist. Und Finisher. Schon wieder ins Gesicht, Alter. Oh mein Gott, Tomoko hat auch die Salami-Lippen. Tomoko Smash oder Pass? Spaß. Pass? Ja, schon Pass. Ey, kein Scheiß, der Bruder hier rechts sieht ein bisschen aus wie Toygun jetzt. I don't know about that one, Chief. Komm her, wie ist ihr Name? Ich habe ihren Namen vergessen. Weiß irgendjemand noch ihren Namen? Nein, oha! Sorry, dass ich deinen Namen vergessen habe. Tomoko? Will, sie hat einfach einen asiatischen Namen. Seid ihr zufrieden mit euren echten Namen? Also mit denen, die eure Parents euch gegeben haben? Also ich bin mit Dylan schon relativ zufrieden, mein echter Name. Die sind jetzt schon alle echt ziemlich gut. Wie soll das denn erst ab 1000 aussehen? Wir müssen ja bei 1500 kommen die Champions, glaube ich nämlich. Sie stirbt jetzt. Putz! Nice! Deswegen, das wird hart. Yo, was ein Zufall! Tatsuaki! Gerade eben haben wir doch gesagt, er ist heiß. Und jetzt ist er mein Gegner. Okay, das hat er nicht kommen sehen. Oh mein Gott, was zum... Okay, der war krass. Okay, der ist wirklich gut. Guck mal, da ganz hinten steht der echte Toygun. Und vor mir ist der Fake-Toygun, Tatsuaki. Es wird Zeit, Tatsuaki zu besiegen. Wir haben uns zu lange mit Tatsuaki aufgehalten. Sag ich. Und verkacke. Oh mein Gott. Okay, Tatsuaki ist gut. Er ist wirklich Toygun. Das ist einfach Toyguns, keine Ahnung, verlorener Bruder oder so. Yes! Das gleiche ist Matchpoint. 5-4. Was war das denn bitte? Okay, alles gut, alles gut. Boah, er ist gut, aber er ist tot! Yes! Pablo! Oh, Pablo! Oh, si, senor! Ich habe mal 3 Wochen bei einer Italienerin gelebt und ich glaube, das könnte ihr großer Bruder sein. Jetzt smashen wir aber den Typen aus dem Leben, in dem wir gewinnen. Oh, aber Pablo ist gut. Der lässt sich gar nicht so leicht hopsen, ne? Sag ich, und er lässt sich gerade hopsen. Der sieht aus wie ein Drogendealer, Pablo. Ja, schon ein bisschen. Bestimmt von der Mafia. Die Sache ist die, ich habe gerade ein bisschen Angst, weil wenn Pablo wirklich von der Mafia ist und ich jetzt gewinne, dann wird er wahrscheinlich seine mafiösen Freunde nach mir schicken. Aber...
Ja, ich wollte ihm den Punkt geben, damit er mich nicht zu sehr massakriert, sollte ich jetzt gleich gegen ihn gewinnen. Oh Gott, er ist gut, er ist gut. Ich werde erst bei der Mafia Nummer 1 im Tischtennis spielen. Die Tischtennis-Mafia. Die Tischtennis-Mafia. Die kommen dann nicht so mit Pistolen, sondern so mit Tischtennisschlägern auf einen zu. Oh mein Gott. Okay, easy. Wenn ich will, dann kann ich auch Mitglied der Tischtennis-Mafia werden. Pablo wird jetzt von seiner Mafia abgestochen. Richtig so übrigens. Oh nein. Ey, ich will nicht fies klingen, ne? Aber warum sind eigentlich alle mies, gegen die wir spielen, hauptsächlich hässlich? Wobei Ursula erinnert mich ein bisschen an meine Oma mit dem Hemd da. Weil meine Oma hatte früher auch immer so ein Hemd an. Aber trotzdem ist sie scheiße. Ursula ist mega schlecht. Oder sie nehme ich jetzt komplett hops, aber ich glaube nicht. Leichter Letdown. Und das, Freunde, passiert, wenn man zu viel labert. Das ist Karma, wenn man zu viel labert. Ja, was geht ab? Warum ist sie so gut? Junge, chill doch, Ursula, chill doch! Hallo! Ursula ist ja bekanntlich eine Oma. Und sie hat bestimmt ihr ganzes Leben lang nichts gemacht, außer Tischtennis spielen. Und deswegen ist sie so verdammt OP. Aber jetzt geht der Punkt an mich, Ursula! Ich weiß gar nicht, sie hat 4 Punkte, oder? Oder hat sie sogar 5 schon? Oh oh. Okay, wie viele Minuspunkte bekommen wir? Oh oh. Okay, das geht noch. Und deswegen war die auch so... Ah, aber dafür haben wir die 30 Ballwechsel bekommen. Das war ja eigentlich alles geplant von mir. Ryan! Oh my God! Ryan und ich, wir kennen uns schon lange. We go way back. Ich glaube, es wird Zeit, ein für alle Mal zu erschließen, wer der bessere Mann von uns beiden ist. In Tischtennis! Komm her jetzt! Er weiß, dass es hier darum geht, zu erschließen, wer der wahre Mann ist. Aber jetzt... Ryan! Stirbst du! Yeah! Er stirbt einfach. Er hat mich. Oh, doch, nicht mehr. Ryan hat mich gerade kurzzeitig an den Eiern. Ryan an den Eiern. Okay. Ah! Okay, haben wir. Easy! Ihr habt nicht gesehen, wie ich gerade aus einer geschlossenen Flasche getrunken habe. Dankeschön. Okay, Silke. Oh nein, schon wieder eine Oma. Links ist Pedowehr. Oh no. Dieser Typ hat meine Freundin ausgespannt, sie geheiratet und danach meine Ehe mit Katja Krasavitsch zerstört. Oh hello. Oh, oh. Die ist auch bestimmt im Rentnerclub für Tischtennisspieler. Und die hat auch ihr ganzes Leben Tischtennis gespielt. Aber die ist auch relativ langsam im Vergleich zu der letzten. Ursula, stimmt, so hieß die andere Omi. Eigentlich müsste Silke ja sogar besser sein. Putz. Weil sie hat mehr Skillpunkte als Ursula, aber es wirkt gerade nicht danach. Ich stehe nicht auf Omas, aber das wird gerade schon sehr hart gebumst. Silke? Guck mal, Silke ist übertrieben scheiße. Silke, es wird Zeit, dieses Spiel zu beenden. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber sollte das dein letztes Spiel sein? GG. Boah, war das ein asozialer letzter Ball. Hayley. Oh, die sieht eigentlich auch aus wie aus dem Rentnerknopf, aber die hat sich gut gehalten. Smash oder Pass? Pass? Das ist voll die nice Milf. Ey, yo. Also bis jetzt geht's. Bis jetzt ist sie auch nicht so gut. Ja, sie ist auch nicht so gut. Also Ursula, ich weiß nicht, warum die so wenig Skillpunkte hatte, aber Ursula war verstecktes Talent. Ey, ohne Witz, ich glaube, ich habe damals so verkackt bei dem Game, weil du brauchst echt ein bisschen Skill. Weil wenn man das so andreht, wie so tschuck, seht ihr, wie der so flippt? Also das ist wirklich geil gemacht. Die Steuerung von dem Game ist wirklich sehr geil gemacht. Wir haben fast 1000 Punkte. Okay, Oscar. Oscar kommt mir bekannt vor. Gegen Oscar haben wir schon mal bei Schwertkampf, glaube ich, gekämpft. Oscar ist voll langsam. Oscar spielt einfach legit langsamer als die Rentner. Ich habe letztens bei fucking Köln 50667 mitgespielt. Und ich musste da auch mit einem Schauspieler, der Oscar heißt, aber nicht in echt. Okay, jetzt Oscar, reicht's aber auch langsam. Jetzt geh doch mal drauf, Mann. Jesus. Ah, ja. Oh mein Gott, war das knapp. Mann, Oscar, jetzt geh doch drauf. Was ist denn los mit dir? Oscar will Screentime. Reicht jetzt, Oscar. Hell yeah. Ich glaube, das war's, oder? Haru, boah, die ist hübsch. Die ist hübsch. Links ist einfach Detective Con mit Matt. Die sind ja auch im Tomodachi Life, Freunde. Dann wollen wir mal sehen, was Haru da so drauf hat. Wir müssen sie beeindrucken. Sie darf nicht von uns denken, dass wir ein Lappen sind. Wisst ihr, warum ich nicht perfekt spiele? Mir fällt es jetzt auf. Ich habe die lang. Oh Gott, die Handgelenkstaufe gar nicht. Die ist krass. Jetzt wird es Zeit, ernst zu machen, Freunde. Zip, check. Alright, jetzt zeige ich dir mal, wie man Tennis spielt. Tischtennis, um genau zu sein. Putz. Immer Handgelenkstaufe. Klar, rechts ist sogar mein Dad. Oh, mein Dad will ich echt nicht enttäuschen. Du magst hübsch sein, aber davon lasse ich mich doch nicht blenden. Wir achten nur auf die inneren Werte, so wie Gigachats. Oh yeah. Sie dreht richtig auf. Ja, ja, guck mal, sie macht auf einmal richtig ernst. Was ist denn los? Ich wollte gerade schon Haru Huris. Nein! Was war das für ein Comeback? Ja, habt ihr das gesehen? Jesus. Okay, mal gucken, ob die was drauf hat. Sie spielt mit einem Schuh? Guckt euch das an. Sie spielt mit einem Schuh. Warum machen die denn auf einmal alles so ernst, Alter? Jesus Christ, weil mit einem scheiß Schuh, ne? Sie spielt mit Schlappen. Ja, ja, sie ist einfach, sie ist türkische Mutter.
Und ich will nicht pushen, aber der Dude rechts da mit der Brille, irgendwie macht er mir ein bisschen Angst. Komm schon, Chica aus Five Nights at Freddy's. Boah, wie die Leute auch immer im Hintergrund ausrasten, wenn es einfach immer mehr wird. Was ist das für ein Ballabtausch? Tot! Yes! Was war das für ein Ballabtausch? Ja! 1000 Punkte, Bro! Jetzt müssen wir noch 500 Punkte bekommen. Und dann werden wir gegen Lucia, den Champion, antreten. Oh Gott, Takashi Iizuka, der Head von Sonic Team. Sie werden immer gruseliger, ne? Ab jetzt machen wir Restart, weil wenn wir Punkte verlieren, ist ein bisschen schlecht für unser Ding. Weil wir müssen das heute echt noch schaffen. Komm her, Takeshi. Oh Gott, der hat so den Punkt, oder? Doch nicht. Ah, Takashi Iizuka ist ja wirklich Head von Sonic Team, also Chef von Sonic. Alter, ist der gut. Wie hat er den abgefangen? Boah, ist der gut, Jesus. Und als ich letztes Jahr auf der Gamescom war, hat der Ehrenmann mir meine Sonic & Knuckles Game Cartridge unterschrieben. Einfach der Vater von Sonic fast. Okay, Takashi Iizuka, das hält mich aber jetzt trotzdem nicht davon ab, dich zu bumsen. Hoffe ich. Ja, aber ich fühle mich... Scheiße. Mano. Der Endboss ist so schwer, viel Glück. Echt? Echt ist Lucia so schwer? Oh nein, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das ist so assi. Er ist so ein Assi. Tie Game. 2 Punkte Vorsprung. Okay, jetzt geht's bis 7. Der spielt gerade die ganze Zeit auch gegen Netz, weil er weiß, dass das so ein bisschen meine Schwäche ist. Das war nicht geplant, aber ist okay. Sehr gut. Oh mein Gott, jetzt geht's bis 8. Was ein spannendes Game. All tied up. Das ist so hart. Ich bin so am Schwitzen. Ja! Yes! Yes! Match Point, Freunde. Let's go! Und er kriegt ihn. Was ein Dog. Das kann nicht sein. Hör doch auf! Jetzt. Ja! Ich hoffe, die anderen sind nicht so hart. Oh mein Gott, Hiromasa sieht so evil aus. Sie sieht ein bisschen aus wie Waluigi. Oder dieser eine von Lazy Town. Der sieht aus wie der Böse von Lazy Town, finde ich. Ah! Das war aus. Ich habe doch die Kante berührt. Komm her, Freddy, faul ich. Zeig dir mal, was faul ist. Oh Gott. Oh mein Gott, du zeigst mir, was faul ist. Und zwar diese Technik. Was ein Ehrenloser. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Digga. Chill! Oh mein Gott, ist der hart. Okay, der ist doch gut. Aber vielleicht können wir ihn noch überlisten. Oh mein Gott, er ist gut. Ich glaube, er ist krass, aber nicht zu einem Level krass wie... ist. Okay, nee. Wir machen das nochmal. Jetzt. Alle Kollegen sind bereit. Ich trage blau, du trägst Freddy faulig. Wie? Habt ihr das gesehen? Das sah literally aus wie ein Bug. Digga, das war in seinem Kopf. Junge, geh doch sterben. Geh doch sterben! Geh doch sterben! Oh mein Gott, mein Gott. The pain! Digga, ich sitze so allein am ihn, das gibt's doch nicht. Das ist so unfair! Guckt euch das an! Digga, das kann doch nicht sein, dass das nicht der Endboss ist. Wie hart ist Lucia? Du musst die Wiimote nach vorne drehen, dadurch wird der Schlag schneller. Nach vorne drehen. Okay, ich versuch's mal. Ah! Yeah! Könnte ein Game Changer sein. Oh, der war gut. Das war dieser Trick. Ja, es wird mir nichts gegönnt hier. Aber für den Streams habe ich noch gesagt, ja, vielleicht schaffen wir das so in einer Stunde. Jetzt sind wir 3,5 Stunden fast dran. Ja! Jetzt heißt es alles oder nichts. Ja, das ist es. Okay, ich glaube noch einer und danach kommt Lucia. Oh, nur noch Akira. Akira ist der Letzte, der uns im Weg steht. 100% der Letzte, der uns im Weg steht. Jetzt stehen wir kurz vor dem Finale. Also der ist halt krank, weil der den Ballabtausch perfektioniert hat. Ich glaube, er soll nochmal so richtig die Nerven zerfetzen, bevor Lucia kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Weil der jeden Ball erwischt. Du bist der Letzte, der mir im Weg steht. Der Letzte vor Lucia. Und meine Wii-Familie hat Spaß. Guck mal, er lässt sich halt so viel Zeit. Deswegen kann er sich immer wieder neu positionieren. Das macht es so unmöglich, gegen ihn zu gewinnen. Guck mal, er schafft sogar die Kantenschläge. Das war meine eigentliche Strategie. Ich habe sogar extra versucht, Kantenaufschläge zu machen. Und er schafft selbst die. Ja! Der erste Punkt. Ja! Ich hab seine Schwachstelle! Er kommt nicht klar mit Wellen, die einen Zentimeter von dem Bordstein abkommen. Es ist halt super schwer, das perfekt auszuführen, so wie ich das will, aber machbar dennoch. Du hast dich so über den Stream verbessert. Ja, das ist wirklich krank. Guck mal, alle Girls da rechts am Watchen. Da ist Lucia. Wir wurden als würdig anerkannt. Lucia, du bist die Nächste. Das ist wirklich ein Kampf. Das ist wirklich Anime-Battle hier. Ja! Wisst ihr,
was das Krasse ist. All diese Gegner waren so hart. Wir haben so geschwitzt und es war so unendlich schwierig. Aber der Gegner, der jetzt kommen soll, Lucia, der Champion, soll härter sein als alle davor. Lucia, der Champion! Wir sind im längsten Stream aller Zeiten. Das hier ist das Finale von der vielleicht härtesten, nein, von der härtesten Challenge aller Zeiten. Sie ist sehr gut. Sie ist sehr gut. Sie ist sehr stark. Oh mein Gott, wir haben wieder bekommen. Ist okay. Mein Handgelenk tut mittlerweile so weh vom Schlagen. Sie hat die Taktiken aller Meister vereint. Sie kann das Langsame von Akira, sie kann das Schnelle von Hiromasa und sie hat die Ausstrahlung von Ursula. Wahrscheinlich ist Ursula sogar ihre Großmutter. Wisst ihr noch Ursula? Oh, sie ist gut. Lustig, lustig. Yo, ihr ist schon wieder viel zu cute alle. Komm mal. Jesus Christ. Sie ist so stark. Sie ist so stark. Oh nein! Sie ist gut. Sie schlägt so, dass ich überhaupt nicht abschätzen kann, wohin es geht. Und mein Handgelenk tut mittlerweile so weh. Boah, mein Handgelenk macht schlapp. Nach fast 5 Stunden normal. Ja, 5 Stunden lang bin ich schon so am Schwingen. Jesus Christ. Nur noch ein Stück. Nur noch ein Stückchen weiter! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Was? Nein, der Asimov von Hiroshima oder wie der hieß. Und links. Und rechts. Und nochmal rechts. Nein! Oh. Nein! Weil mein Handgelenk macht das langsam echt nicht mehr mit. Nach fast 7 Stunden die ganze Zeit das Handgelenk schwingen. Boah, tut schon weh. Oh mein Gott! Shit, Mann. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon fast 7 Stunden am Streamen und mein Handgelenk hat es wirklich nicht mehr mitgemacht. Und so musste ich die Challenge zum ersten Mal abbrechen. Damn. Es tut mir im Herzen weh. Und trotz wirklich extremen Schmerzen im Handgelenk blieb mir nichts übrig, als es nach dem Stream nachts noch für 4 weitere Stunden zu versuchen. Als dann endlich irgendwann das hier passierte. You did it! Ich finde, die hätten den Champion ein bisschen schwerer machen können.